Hallihallo, irgendwo im Nirgendwo sind wir gelandet. Ja, ein ganz kleines Dorf sind wir hier, 1427 Einwohner. Und hier gibt es auch eine kleine Kirmes, findet einmal im Jahr statt, über 4 Tage, 5 Tage. 5 Tage, glaube ich. Ja. Wo ist er? Guten Tag, Hallöchen. Der ist auch mit dabei. Ihr seht hier am Outfit, es ist ein einigermaßen gutes Wetter. Und jetzt gehen wir mal hier eben auf die Dorfkirmes am Samstagnachmittag. Und gucken mal, was hier so los ist. Zuschauer, willkommen zu unserem neuesten Video. Bitte vergesst nicht, das Video zu liken und ein Abo dazulassen. Achtung, Kirmesfreunde 38. Bewahrt Ruhe, es geht gleich los in 5. 4, 3, 2, 1, jetzt! So, jetzt sind wir hier angekommen am Platz, da am Eingang von der Dorfkirmes. So, ich entschuldige mich erstmal, Dorfkirmes ist ein bisschen untertrieben, aber es ist ein Dorf. Wir sind nämlich hier auf dem Blasheimer Markt in Nordrhein-Westfalen, Ortsteil von Lübbecke. Und ja, hier ist eigentlich 24-7 Betrieb. Und das nicht zu knapp. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Geht am Eingang schon direkt gut los. Hier die Dschungelreise. Dann haben wir hier direkt nebenan draußen eine Nacht den fliegenden Teppich. Laut ist es auf jeden Fall. Ich habe das Mikrofon nicht angesteckt. Ich habe es fast zu verstehen. Dann haben wir hier Vertölking Mandeln und Süßsamen. Und China, Chinesen, ihr müsst. Wir haben direkt dagegen an Churros und Langosch haben wir auch noch. Dann haben wir einen 1, 2, 3, 4, 5, 12er Greifer hier stehen. Was haben wir da drin? Was haben wir da auch so? Na, alles zeige ich euch jetzt nicht. Ja? Fliegenden Händler haben wir hier noch. Und natürlich den Hip-Hop-Jumper. Ne? Den dessen hat sich auch schon öfter begegnet. Ja, wir haben ein paar Impressions, die wir euch nachher noch. Jetzt ist der Tobi schon wieder weg. Schmalzkuchen haben wir als nächstes hier. Und überbackene Pita. Und natürlich Champignons. Dann haben wir im nächsten Schritt hier ein Kinderfahrgeschäft. Jetzt bin ich ja gar kein Helfer von Zählen. Und im Hintergrund hört ihr schon von Schneider Krause, dem Musikexpress. Ja.
in Bechter, hier den Airpower. Müsste jetzt der zweite, dritte Platz sein. Wie sieht's aus? Wollt ihr noch mal? Ich frag jetzt das letzte Mal. Seid ihr immer noch so leise? Ich schmeiß dich euch raus. Wollt ihr noch mal? So, und jetzt ziehen wir mal weiter im Außenrundlauf. Du schon wieder. Also ein bisschen Onrise machen wir natürlich auch noch für euch. Das ist selbstverständlich. Kartoffelkohl haben wir. Und den lieber Shay Alex. Schäfer hier, das ist eine Frösche. Und direkt an dem anderen nochmal einen großen Greifer. So, Achtung! Wir drehen um 13 herum, wir drehen die 13 aber noch. Da haben wir noch 30 Meter runter, Logo, die Leibnze. Dann haben wir hier nochmal eine Kipperie. Und hier dann von Wilhelm das Riesenrad noch. Aber mal noch mal unter dem Aspekt, wir sind in einem Dorf mit 1400 noch was Einwohnern. Riesenrad fährt mir für 6 Euro, bringe ich für 4 Euro. Haben wir mal wieder Champignons 6 Euro, Blumenkohl 5,50 Euro und hier einen kleinen 2-Säulen Kinderscooter. So. Und direkt gerade dann haben wir hier Festzelt Meier. Ein bisschen weiter gehen, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zu verstehen bin, haben wir den Disco-Swing von Jörling. Da ist jetzt gerade nicht so gut zu sehen. Wird für 4 Euro. Oh, my God.
mal da lang? Da lang? Oder ich habe immer Geduld, da sag mal. Da lang gehen wir. Also, ja, fing der Händler, weil er sie auch mag, natürlich. Na, Musik muss ich gleich, wahrscheinlich gleich wieder rausschneiden oder irgendwie übertünchen. Dann haben wir nochmal Langosch, das ist der dritte. Gute Gewürz, gute Gewürz zum Pink Date. Hier haben wir dann Pizza und anderes Backwerk. Muss man herzhaft und süß so gemischt? Weiß nicht. Naja, ist ja Geschmackssache. Da geht raus, glaube ich. Ja. Da gucken wir dann später nochmal. So, dann haben wir hier noch ein Imbiss, oder? Ja. Und jetzt stehe ich hier vor der Lösung all meiner Probleme. Ihr wisst ja, ständig ist meine Bratpfanne zu klein. Dann haben wir jetzt die passende Größe. So, wir nehmen auch gleich die kleinen Geschäfte alle mit. Wir haben hier den Top-In-Scooter noch von Robran noch unterschlagen. Der steht hier. Zeigen wir auf jeden Fall aber noch. Nehmen wir auf jeden Fall noch mit rein. Keine Panik. Weil jetzt stehen wir schon wieder vorm Escape. Ja, lange nicht gesehen. Ich glaube 3 Wochen. Kirmesfreunde 38. Ihr Kanal für Kirmes, Park und Event in der Region 38. Ganz Deutschland und im benachbarten Europa. Fahren wir weiter, fahren tun wir später. Ja, danach kommt schon zweite Regionalliga, wollen jetzt wieder neu einbauen. Das steht alles zu verkopft, der Breaking Strike von Hostermann. Ich glaube, dass die ganzen kleinen Händler verzichten wir jetzt mal, weil das ist ja doch irgendwie mehr oder weniger immer das Gleiche. Was haben wir hier? Feuerhaus, der Arbeitsspieß, Königreich. Wieder Schuss auf Treffer. Die Frage ist nur, ob man das Ziel trifft oder was anderes. Dosen werfen oder Ball werfen auf Dosen? Das ist jetzt die Frage. Und Chicken Carlo. So, Muni, dann wollen wir mal sehen, dass sie wieder weitergehen. Wenn sich der ja, kaum zu erkennen, wo wir hier sind, ne? Ja, stimmt. Ich habe meine Tabletten vergessen. Das kann was werden, Freunde. Auch gut. Ja, den nehmen wir gleich auch noch mit. Jetzt schneller Grillern hier. Auf geht's. Sind auch sonst immer alle so schön flirtfreudig hier, ne? Aber jetzt müssen wir uns bewegen. YouTube ist am Vorrat, ne? Aber legen wir uns hier. Ja, der dreht den Film, ne? Aber kein Porno, ne? Jawohl. Aber mal, legen wir uns hier auf. Wie geht's? Jawohl. Liebe Gemeinde, das war ein Wunderbogen. Schön, dass ihr da seid. Wollen wir wieder ein bisschen Spaß haben hier. Aber erstmal schön zum Schöpfen. Wie haben wir das Ganze zum Eingewöhnen? Jawohl. Oh,
zum Kopf und Nase da. Das bisschen da. Was so schnell dieser Gebergase.
jetzt, wo ich schon 3 Stück gegessen habe, ist es an, ja? Ja. Churros, mega geil. Einmal den Klassiker, Zuckerzimt und einmal Nutella. Lecker. Und jetzt dürft ihr mal in die Kommentare schreiben, wer was hat. Da würde ich mal sagen, schöne Runde Rock'n'Roller, ist auch so, gar nicht ein Geschäft. Oh, mal gucken, was uns hier erwartet. Kommt über in die Hölle, würde ich mal sagen. Nein, mein Gesicht gibt's nicht zu sehen. Ich bin
Scholli. Der latscht man monatelang durch Indien, um den Feuervogel zu finden und landet mit der Dimensionsmaschine hier mitten im 21. Jahrhundert. Und wer seid ihr denn überhaupt da? Und was habt ihr für komische Frisuren? Naja, egal. Die sind nach dieser Expedition sowieso alle völlig... Seid ihr bereit? Ich frage, seid ihr bereit? Dann mal los! Wir! Verschauungsrunde und dann gehen wir noch mal ganz wieder. Jetzt geht's noch ab, ihr Freunde. Finger. Und Thank you.
15 Überschläge. Auch eine relativ große Fahrt heute. So, das Beste haben wir euch natürlich auch nicht gezeigt, weil wir machen mal einen Schwenk über die Parkflächen da hinten rum. Ja, irgendwo da hinten am Horizont, da seht ihr noch Autos. Ja, die suchen Parkplätze oder sind auch Parkplatzanfahrt. Hier alles voll, also keine Ahnung, wie viel 1000 Parkplätze es hier gibt. Ach gut. In diesem Sinne. In diesem Sinne, wir sind von Sinn und ja, wir können es ja vielleicht schon mal verraten, weil wir sind jetzt gerade ganz in der Nähe und wir fahren jetzt noch einen Platz an. Und zwar die Großkirmes in Ibbenbüren. Das ist nur eine Stunde von hier, also ja, nehmen wir doch gleich mal mit. Ihr wollt nicht mit, dann bleibt zu Hause und guckt weiter YouTube. Und bleibt auf dem Sofa. So, das war's dann hier mit der Dorfkirmes. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir noch mal einen kleinen Spaß. Fazit, geiler Platz, ohne Funknetz, trotz jeder Menge Sendemasten, aber irgendwie das Netz scheint überlastet zu sein. Beschickung, ja, abwechslungsreich, würde ich sagen. Ja. Ne, da, wer hier nichts findet, der ist selber schuld. Kulinarisches Angebot ist überschaubar, aber sehr lecker. Also sind viele Einheimische hier mit Wurstwaren. Mega geil auf jeden Fall. Dem kann ich mich nur anschließen. Also, wie gesagt, wer hier nicht satt wird, der ist selber schuld. Ich platze. Tobi platzt. Ja, das Problem ist, er hat noch die Bulette gegessen, die ist rund und formt natürlich den Körper. Man muss immer flache Sachen essen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund. Bleibt mir gediegen. Und ihr kennt die Standardaussage, ja? Runter vom Sofa, rauf auf die Kirmes.